Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen DM-Haul und zwar, ich mache jedes Monat meine DM-Hauls und ich würde sagen, wir haben ein paar spannende Produkte und ich würde sagen, ich zeige euch mal, was ich geshoppt habe. Beginnen wir gleich mal und zwar etwas, wo ich gleich zwei von beiden gekauft habe und zwar ist das eben dieses Silberglanz-Shampoo und zwar habe ich eben in meinem Outfit gebraucht, auch erwähnt, dass ich nicht so unbedingt diese fancy Balea-Shampoos kaufen möchte, aber dass ich eben ein Silber-Shampoo, wenn sie das eben haben, und das hatten sie, das heißt, ich kann auch gleich zeigen, wir haben hier gleich noch eins, weil ich mir gedacht habe, dann habe ich es gleich auf Vorrat. Und da haben wir eben sozusagen diese Silber-Shampoos. Ich werde euch dann natürlich ein Feedback dazu abgeben, weil ich habe bis jetzt noch nie diese Silber-Shampoos probiert. Habe sie halt auch nicht jetzt momentan gebraucht. Jetzt hat eben meine Friseurin gemeint, damit wir nicht gelb werden, lieber Silber-Shampoo. Und deshalb habe ich das jetzt auch gekauft. Und deshalb bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, die auszutesten. Aber auf jeden Fall die zwei oder die vier sind mitgekommen. Da eben passen die Spülung und eben das Shampoo. Ich zeige es euch, ich habe es euch gar nicht von nahen. Also so sieht das eben. Das ist einmal das Shampoo und da eben das Ding. Also ich hatte schon mal Silber-Shampoo, aber ich wusste nicht, aber ich finde es super, dass Balea eben auch so eins hat. Und bin da sehr, sehr gespannt, ob ich einen Unterschied dann erkennen kann. Dann habe ich auch noch, und zwar vielleicht so ein kleines Geheimnis, was ich jetzt lüfte. Und zwar habe ich Kontaktlinsen. Und da habe ich einfach eine Kontaktlinsenflüssigkeit wieder gebraucht, weil meine einfach bald leer ist. Und da habe ich eben so eine ganz normale Kochsalzlösung. Für mich funktionieren die gut, würde euch aber immer empfehlen, besprecht das mit eurem Arzt oder sonstiges. Aber für mich funktioniert das gut. Und ja, die habe ich halt auch nachkaufen müssen. Dann, was haben wir als nächstes? Als nächstes habe ich mir wieder ein Badepuder gekauft. Das ist aber nicht das, was ich letztes Mal gekauft habe. Und zwar ist das eben ein anderes. Aber das, was ich letztes Mal hatte, fand ich ganz, ganz toll. Und deshalb wollte ich da jetzt noch ein anderes probieren. Und deshalb ist das mitgekommen. So, als nächstes haben wir die Pflegecreme. Und zwar bin ich da sehr, sehr gespannt. Da stand eben hinten drauf, dass das eben für Körper, Gesicht und Lippen. Also das ist so ein Allrounder. Ich denke mal, wenn man so reisen, ja. Aber jetzt kann man ja dann langsam wieder beginnen zu reisen. Für sowas finde ich es eigentlich sehr praktisch. Und ich fand das irgendwie cute aus. Also ich bin da gespannt, für was ich es dann genau benutzen werde. Aber da werde ich euch natürlich dann updaten auch noch. Was haben wir als nächstes? Und zwar haben wir, und zwar ist das so eine, ja, so eine Bürste, Duschbürste. Meine, ich hatte davon schon eine. Ich finde die ganz, ganz toll. Ich benutze die für die Beine mit meinem Scrub zusammen, dass das so richtig gescrubbt wird. Ich finde das ganz, ganz cool. Also dann eben, weil ich bekomme sonst sehr leicht so rote Punkte. Aber mit dem funktioniert das super und ich liebe das. Und meine ist aber komplett abgebrochen. Also man muss die halt, ich glaube, ich habe sie jetzt aber auch schon über ein Jahr oder so. Also man muss die halt dann nach einem Jahr oder so dann halt auswechseln, weil das halt nicht so die beste Qualität ist. Aber ich finde sie trotzdem super, super praktisch und finde die auch voll, voll cool. Und deshalb habe ich mir einfach die nachkaufen müssen sozusagen, weil meine leider kaputt ist. Und deshalb ist die mitgekommen. Was haben wir als nächstes? Next up haben wir, und zwar haben wir, das war so ein bisschen ein Fehler, und zwar haben wir zweimal das Shampoo in Seidenglanz. Ich wollte an und für sich die Spülung dazu kaufen, habe jetzt aber zweimal das Shampoo gekauft. Ich habe nämlich jetzt bemerkt, weil ich war so ein bisschen, ich war immer so, ich habe so immer unterschiedliche Shampoos und so gekauft. Aber ich habe dann bemerkt, ich muss es nochmal dran riechen, dass mir das am besten gefällt. Also mir gefällt der Seidenglanz am besten von den ganzen Balea-Shampoos. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt zwei Shampoos gekauft habe und nicht eine passende Spülung dazu. Aber gut, auf jeden Fall finde ich das eigentlich, ist das mein Favorite, glaube ich, von den ganzen Balea-Shampoos. Also ich bin mir da, ich glaube, das ist mein Favorite. Ich finde die Limited Editions aber auch immer sehr, sehr cool. Ich mag die immer voll gern. Aber auf jeden Fall, das haben wir auch gekauft. Dann haben wir noch, und zwar ist es eine Shimmer Tropical Vibes Body Lotion. Und ich muss ja dazu sagen, ich bin jetzt da so ein bisschen gespannt, weil da eben Shimmer Lotion. Ich dachte mir, ja genau, das ist so eine, ich finde die nämlich ganz cool. Die bringt, Balea bringt immer so Shimmer Lotion, Sprühlotion Dings immer im Sommer raus. Und ich finde die immer ganz, ganz toll, weil die sind immer sehr, sehr, sehr schön. Das sind eigentlich meine Lieblings Lotions. Riecht auch sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, sie hatten in der Reihe auch ein Shampoo, das riecht halt jetzt genau gleich, aber riecht sehr, sehr gut.
Den extremen Schimmereffekt sehe ich da jetzt leider nicht, aber werde ich auf jeden Fall dann noch ein bisschen benutzen. Aber ich glaube, ein bisschen Schimmer sehe ich schon. Also ich glaube, ein bisschen Glitzer ist da schon drinnen. Riechen tut es auf jeden Fall sehr, sehr gut und riecht sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr gut und sehr, sehr gespannt. Das haben wir auf jeden Fall, ist auch mitgekommen. Habe ich es euch jetzt, das habe ich es euch gar nicht von nahen gezeigt, gell? So sieht das eben auch von Nanos. Man sieht, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. So sieht man auch, wie das Produkt im Innen aussieht. Das habe ich gar nicht gesehen. Und ja, what's next? What's next on the list? Obwohl, eine Liste haben wir nicht. Aber was liegt als nächstes vor mir? Und zwar habe ich mir einmal die feste Duschseife in Fresh and Fruity gekauft. Und zwar so sieht die aus. Ich versuche jetzt halt ein bisschen mehr auf sowas umzusteigen, wenn es mir gefällt. Ich werde jetzt nichts erzwingen, aber wenn es mir gefällt, immer mehr auf so feste Duschseife halt schon umzusteigen. Weil es halt ein bisschen, natürlich heißt das nicht, ich werde nie wieder Duschgels oder so kaufen, aber wenn es geht, halt so ein bisschen, zumindest so ein bisschen beides. Nicht nur zum Beispiel das klassische Duschgel, weil es halt mit dem Verpackungsmaterial ist das halt schon praktischer mit dem hier. Und dann habe ich mir auch, glaube ich, noch ein zweites gekauft und zwar Kokos und Vanille. Und das sehen wir hier. Das ist auch sehr, sehr cute. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie lange das hält. Aber das werde ich euch auf jeden Fall im Aufgebraucht updaten. Und dann habe ich eben auch noch die Dusch- und Massageseife. Wir haben mir gedacht, probiere ich mal aus. Klingt sehr, sehr spannend. Ja, deshalb habe ich das jetzt einfach auch genommen. Das, ja. Ich bin einfach gespannt und schau mal, was auf mich zukommt. Als nächstes haben wir ein Produkt, wo ich sehr, sehr excited bin. Und zwar ist das eben Schönheitsgeheimnisse von Balea, das Ölpeeling in Totes Meer. Und ich habe ja ein Totes Meer-Peeling von Rossmann gekauft. Und es wird ein bisschen schwer nachzukaufen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ah, es gibt auch eins von Balea, richtig cool. Und kann die zwei auch ziemlich gut vergleichen, wo ich richtig gespannt auch schon bin. So sieht das auf jeden Fall aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ist, welches gefällt mir besser. Sehr, sehr spannend. Ich finde es jetzt auch cool, dass ich eben beide habe und dann kann ich die wirklich perfekt vergleichen. Und ja, wenn euch das interessiert, abonniert meinen Kanal und in Aufgebraucht werde ich das natürlich dann erwähnen. Dann, was haben wir hier noch? Und zwar haben wir, ups, hier fliegt er schon, Beauty Kollagen Retinol Serum haben wir hier. Ich habe mir gedacht, klingt spannend. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt so eine Phase, wir haben jetzt sehr viele so Serums und sowas. Ich bin so ein bisschen überfordert, weil das verbrauche ich halt nicht so schnell. Ich natürlich durch jeden Abend mir was aufs Gesicht klatschen, aber trotzdem, es ist halt, du hast das Gesicht ist halt nicht so groß wie der Körper oder Beine oder sowas, deshalb dauert das ein bisschen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, einfach das auszutesten. Fand ich sah sehr spannend aus und deshalb habe ich das mitgenommen. Dann etwas, wo ich super, super gespannt bin. Und zwar ist es der Balea Taint, oh Gott, ich kann nicht mehr, Perfection Wimpernserum. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und zwar habe ich sowas noch nie ausprobiert. We shall see, was passiert. Ich habe ja an und für sich sehr, sehr, sehr lange Wimpern von Natur aus. Wird das jetzt, ich weiß gar nicht, was es tun soll. Es soll die Wimpern, was steht denn da? Entwickelt wurde für Länge und Dicke. Also dicker und länger sollen sie werden. Schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da steht zwar zweimal täglich. Schauen wir mal. Einmal täglich, okay. Zweimal finde ich ein bisschen mühsam. Aber gut. Bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt bin ich da. Ob ich da irgendwas in den Unterschied merken werde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist halt, das werden wir sehen. Dann haben wir auch noch, und zwar ist es das Rasiergel in Find Me Under the Palm Trees. Und zwar meins ist jetzt dann wieder leer und deshalb habe ich mir einfach ein neues genommen. Ich finde die Rasiergels viel besser wie die Schaumdinger. Ich mag die überhaupt nicht. Hält auch urlang bei mir eigentlich. Also einen Monat oder 1,5 Monate komme ich mit so einem Ding aus. Und das finde ich immer super. Die Schaumdinger mag ich nicht. Das heißt, wir haben ein Gel. Die kann ich euch mehr empfehlen wie die Rasierschaums. Die sind halt so in dieser anderen Verpackung. Die schauen auch ein bisschen anders aus. Genau. So, jetzt kommen wir zur Kategorie Make-up. Und zwar haben wir da eben von Essence
Einmal das, oder zweimal, das Fresh and Fit Awake Make-up. Ich liebe das, das ist mein Lieblings-Make-up. Und da habe ich mir einfach wieder zwei nachgekauft. In der Farbe 010, das ist die, die ich benutze. Ich finde die ganz, ganz toll. Und da sind wieder zwei mitgekommen. Dann haben wir etwas sehr, sehr Spannendes. Ich bin jetzt so ein bisschen auf Beobachtung, was Evelyn gerade so vorhat. Und zwar, Evelyn, das habe ich mir eines von diesen Präzisions-Make-up-Eiern gekauft. Und sie haben ein neues Packaging. Finde ich ja sehr, sehr, sehr gut, glaube ich. Jetzt will es gar nicht fokussieren. Also so haben wir eben ein neues Packaging haben wir. Sehr, sehr spannend. Es steht, glaube ich, dass das eben Verpackung ist eben, ja, es ist irgendwie besser halt. Der Karton ist einfach besser produziert und das sieht alles auch sehr, sehr nett aus. Weiß jetzt nicht, ich habe nur die in Schwarz gesehen, also vielleicht gibt es jetzt nur noch die schwarzen Präzisionseier. Sieht so aus, aber werden wir mal sehen. Ich bin halt so gespannt, weil seit fünf, nee, okay, seit 4 Monaten ist so ein bisschen, schmeißen sie immer so unterschiedliche Sachen aus. Ich schaue mal, ja, da haben wir einmal zum Beispiel so ein türkises hier noch, das ist noch in der alten Packung halt. Ich bin jetzt auch gespannt, ob sie die behalten werden. Das ist halt momentan so ein bisschen. Da haben wir auch so einen lilanen, also es gab da noch andere. Davor gab es ja wirklich nur diese drei in Türkis, in Rosa und in Lila. Das waren die davor. Und jetzt haben wir irgendwie, jetzt wirkt so, als wäre da nur noch schwarz. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das jetzt dann wirklich nur noch der schwarz ist oder was passiert. Auf jeden Fall, der ist, den habe ich mir mitgenommen. Dann haben wir auch noch natürlich drei von meinen Essence All About Matte Fixing Powders. Ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich auch noch von Catrice mir die Puder kaufen, aber die habe ich dann irgendwie nicht gefunden oder die waren ausverkauft, ich weiß es nicht. Okay, jetzt bin ich wieder da. Und genau, da habe ich mir einfach 3 Stück gekauft davon, damit ich einfach die auf Vorrat habe. Ich mag das, wenn ich die einfach, weil das sind meine Everyday-Produkte, da möchte ich nicht, dass ich dann, oh mein Gott, das ist bald leer. Ich muss es dann nachkaufen. Da habe ich es lieber, dass ich dann so 5 im Vorrat habe. Das ist besser, finde ich. Dann habe ich mir 2 von den Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara gekauft. Ich muss gerade schauen. Genau, ich habe es in der richtigen Farbe gekauft. Ich war kurz so, dadurch, dass ich eben die ganze Zeit diese Make-up-Stifte da gehabt habe, war ich so, oh, hoffentlich ist das die richtige Farbe. Aber es ist die richtige Farbe. Ich habe es eben in 05 ist die Farbe, die ich habe, in Chocolatey Brows. Und ich habe ja, wenn ihr mein Aufgebraucht-Video gesehen habt, habe ich ja die Augenbrauenstifte aufgebraucht und habe jetzt mir gedacht, ja, dann brauche ich mal ein paar Backups von diesen Eyebrow-Gels und das habe ich jetzt da auch gekauft. Und das letzte Make-up-Produkt, was wir haben, und zwar ist das von Catrice Clean ID Mineral Highlighting Palette. So sieht das aus. Das kommt mit so einem Protector hier. Und das ist auch, ich finde die ja voll hochwertig, die Kollektion. Also ich meine, ihr werdet jetzt auch noch, ich habe den Bronzer jetzt eben sehr viel schon getestet und werde dann natürlich meinen Senf dazu abgeben. Aber sehr, sehr hochwertig. Ich finde, es ist super hochwertig für Catrice auch. Also sehr, sehr schön gemacht und so. Und wollt die einfach testen. Ich bin echt, echt gespannt. Ich habe Highlighter von Catrice, finde ich, an und für sich sehr, sehr gut. Ich hatte einen, den ich jetzt nicht so toll fand, aber sonst im Großen und Ganzen. Obwohl, war das nicht von Essence? Nein, das war gleich von Catrice. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall bin ich da echt gespannt, die zu testen. Und ja, die ist auch mitgekommen. So, jetzt kommen wir zum Essen-Part. Ein ganz cooler Part. Und zwar als erstes habe ich mein klassisches Schokomüsli gekauft. Das kommt ja eigentlich immer mit. Ich liebe das. Das ist mein Lieblingsmüsli. Ich esse das fast jeden Tag. Ich liebe es und ja, das ist mitgekommen. So, sonst haben wir eigentlich ziemlich viele spannende Essensprodukte. Das erste, und zwar sind das die Crunchy Peas, knackige Bio-Kichererbsen. In Hummus Classic heißt das. Und ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir kosten sie. Okay, es riecht jetzt nicht nach sehr viel, muss ich dazu sagen. So, Feedback. Also ich muss dazu sagen, ich finde sie nicht schlecht, aber ich finde sie vielleicht ein bisschen fad. Also sie haben jetzt nicht extremst viel Geschmack. Ja, ich finde sie nicht schlecht, aber ist jetzt nichts, was mich so, oh mein Gott, ist das cool oder so. Also es ist halt, ja,
nett, aber irgendwie auch so. Kann man, muss man aber nicht. Deshalb, also nachkaufen werde ich die, glaube ich, nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also ich bin jetzt auch nicht so, oh mein Gott, das ist so. Oh. Aber es ist halt auch nicht so, so aufregend ist es nicht. Aber ja, habe ich die mal probiert. Finde ich auch nicht schlecht. What is next? Als nächstes haben wir, und zwar von Heimgut, haben wir die Sour Cream Kartoffelchips. Ich bin ja mal sehr, sehr gespannt. Ich habe ja da einmal diese, wie heißen die? Diese Süßkartoffelchips probiert. Und ich mag ja Sour Cream. Ich weiß, Sour Cream, das ist so ein Geschmack, da sind viele so, oh, wie kannst du das essen? Oder sie lieben es. Das ist so diese Hassliebe. So wie bei Lakritz, entweder hast du es oder du liebst es. Es gibt keinen dazwischen. Und ich würde sagen, ich bin da jetzt mal sehr, sehr gespannt. Okay. Es riecht nach Sour Cream. Das ist schon sehr, sehr positiv. Ich würde sagen, wir schnappen uns da eins raus und kosten es. Also, Feedback. Finde ich gut. Die mag ich. Schmecken gut. Schmeckt nach Sour Cream. Schmeckt, die, die dann noch intensiver sind, sind die von Pringles. Die sind so richtig intensiv. Aber die sind eben auch so riesengroß. Also, kriegst du richtig große Chips da auch. Und ich muss sagen, ich finde es gut. Ich finde es gut. Schmeckt sehr, sehr gut. Ich würde das auf jeden Fall nachkaufen. Ja, aber man muss halt Sour Cream mögen. Aber wenn man es mag, ich finde die gut. Ich denke mal halt jetzt, aber ich habe jetzt so gelesen, also es ist schon ein Unterschied. Also es ist halt Zutaten natürlicher Herkunft. Ja, okay, die sind aus Hamburg. Das heißt, wir haben hier, das ist ein deutsches Produkt. Dann haben wir Bio-Zutaten, vegan und glutenfrei, ohne Konservierungsstoffe, ohne Palmöl und ohne Gentechnik. Also es klingt ja alles sehr, sehr gut. Aber auf jeden Fall. Die kriegen einen Daumen hoch, die sind approved und die würde ich auch nachkaufen, definitiv. So, jetzt kommen wir zum letzten Produkt und zwar sind das die, nicht die letzten, das sind nicht das letzte Produkt. Wir haben noch andere Produkte, aber hier zum Süßen. Und zwar haben wir die Dinkelkekse in Schoko-Chocolate mit Honig gesüßt und ballaststofffrei. So sehen die eben aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir kosten sie gleich. Also die sind ganz mit Schokolade überzogen. Ich würde sagen, wir kosten jetzt. So, Feedback. Erst einmal ist bitter Schokolade. Ich muss jetzt dazu sagen, ich finde es jetzt eigentlich nicht so schlecht. Nur es ist halt nicht sehr süß. Also es ist halt, süß ist es nicht. Also es ist halt sehr bitter natürlich. Und das Dinkel ist natürlich auch. Aber ich finde das halt, es hat gar nicht so viel nach Dinkel geschmeckt. Also eben mehr, also am meisten hat man die bitter Schokolade eigentlich geschmeckt. Ich fand es eigentlich nicht so schlecht. Ist mein Favorite? Nein, aber ja, würde ich jetzt sagen, kriegt so vielleicht. Vielleicht kaufe ich das nach, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Also ich fand es nicht so schlecht, aber es war halt auch jetzt nicht so. Also wenn ich was Süßes haben möchte, würde ich sie nicht kaufen, weil sie ja halt nicht sehr süß sind. Aber es ist wahrscheinlich viel gesünder, weil man so was Süßes isst, als wenn man dann so was anderes isst. Also so ist es wahrscheinlich wieder gut. Also ich würde jetzt sagen. Es war nicht schlecht, aber es war nicht das Beste, was ich jemals gegessen habe. So, weil wir gerade in der Zart-Bitter-Schokoladen-Kategorie sind, habe ich, ich habe zweimal, ich habe auch den Vanille, aber den Alpro-Verführer-Schokolade, aber das dunkle Schokolade eben. Und zwar ist das im Pudding. Und ich liebe ja die Alpro, wie heißt sie, die Alpro. Vanille-Milch, Milch ist es nicht, die Vanille. Ding halt, das Vanilledrink da. Und jetzt habe ich mir gedacht, Pudding, warum nicht? Ich bin da halt sehr, sehr gespannt. Ich packe das hier, habe ich euch das von Nan jetzt gezeigt? So sieht es von Nan aus. Ich glaube nicht. So, das ist jetzt gerade die komischste Haltung, die ich jetzt da einbauen konnte. Aber es war ein bisschen schwer, das. So, jetzt zeige ich es euch nochmal so schön. So, nicht ganz so schön, aber so sieht es aus. Und warum wollte ich jetzt da den Pudding probieren? Erstens, ich liebe ja die. Das Getränk davon und ich habe mir gedacht, mein Bruder hat das Kind geliebt. Er hat die gegessen wie sonst was. Er hat aber natürlich nicht dunkle, aber normale Schoko, die hat er geliebt. Und ich habe mir gedacht, erstens wollte ich dunkle ausprobieren. Ich werde dann vielleicht im nächsten Haul dann die normale ausprobieren, wenn ich jetzt von denen überzeugt bin. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Dunkle Schokolade. Schauen wir mal, wie bitter das ist. Dunkle Schokolade mit, wie heißt das jetzt? Wie heißt das? Was ist da drinnen? Wie heißt das? Oh Gott, bin ich jetzt gerade dumm. Wie heißt das denn? Oh.
Ja, was auch immer da jetzt drin ist, mir fällt gerade voll nicht der Name ein, voll ärgerlich. Gut, das ist übrigens ein sehr, sehr flüssiger Pudding, also da würde ich aufpassen. Und ich würde sagen, ich koste jetzt erst einmal, was hier oben ist. Okay, sehr, sehr spannend. Und zwar, es ist sehr süß. Vielleicht ist es jetzt auch, weil ich davor die Dinkel-Ding gegessen habe, aber ich finde es eigentlich sehr süß. Also es schmeckt eigentlich, also wenn mir jetzt niemand sagen würde, dass es dunkle Schokolade ist, würde ich jetzt nicht sagen, jetzt habe ich hier Lippenstift drauf, gell? Ach Gott, ist immer so mühsam hier. Ja, das passiert mir immer beim Essen, dass da unten Lippenstift landet. Aber gut, der ist jetzt mal hier drauf. Ist jetzt, lassen wir jetzt so. Aber wenn mir niemand gesagt hätte, dass das dunkle Schokolade sein soll, hätte ich gedacht, das ist ein ganz normaler Schokopudding. Deshalb bin ich da super gespannt. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich den finde, den normalen Schoko beim nächsten Haul kaufen, um zu vergleichen. Aber geschmeckt hat es sehr, sehr gut. Also kann man wirklich nicht sagen. War wirklich lecker. Und ja, hat mir gut geschmeckt. Jetzt bin ich gespannt auf Vanille. So, so sieht eben der himmlisch zarte Vanille. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ob ich hier jetzt einen Zuckerunterschied merke. Ob ich merke, dass das viel süßer ist. Wie zum Beispiel, ich muss jetzt schon. Soja heißt das. Soja ist da drin. Oh Gott, es schmeckt natürlich nach Soja. Auf jeden Fall. Das ist natürlich kein Milchpudding. Deshalb schmeckt es nach Soja. Aber das muss man halt mögen. Aber wenn man das mag. Finde ich es auf jeden Fall sehr spannend. So, das heißt, wir probieren jetzt den in Vanille. Der ist lustigerweise von der Konsistenz ein bisschen härter wie der Schoko-Ding. Aber jetzt kosten wir mal. Okay, Feedback. Ich fand jetzt, dass er geschmacklich nicht so intensiv war wie der Schokolade. Schokolade ist halt vielleicht auch einfach ein intensiverer Geschmack. Ich fand ihn jetzt nicht so aufregend, muss ich dazu sagen. Er war halt sehr. Hat er mich jetzt an den Drink erinnert? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich war jetzt nicht so überzeugt, muss ich dazu sagen. Also es ist, wird, denke ich, nicht mein neuer Favorite Pudding. Nicht, dass ich jetzt so oft Pudding esse, aber es war nicht schlecht, aber es war jetzt, es hat sehr wenig geschmeckt. Also es hat, finde ich, nicht so viel Geschmack gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, wow. Also ich finde den, also wenn ich einen kaufen würde, nachkaufen würde, dann ist es auf jeden Fall der Schokolade. Also dunkle Schokolade. Den fand ich einfach aufregender wie den. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht oder so, aber ich fand ihn ein bisschen so, weiß ich nicht, ich fand den anderen einfach besser. Persönliche Opinion. Ich fand den einfach anderen so ein bisschen mehr geschmackvoller. Der war ein bisschen so, vor allem vielleicht, weil ich auch so hohe Erwartungen hatte, weil ich den Vanilledrink davon voll cool finde und den ich voll den liebe. Vielleicht hatte ich deshalb zu hohe Erwartungen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich einen davon nachkaufe, ist es auf jeden Fall der dunkle Schokolade. So, meine Lieben, das heißt, das war's jetzt fürs Video. Wir haben jetzt alles getestet. Wir haben viel, es war wieder viel, glaube ich. Es war viel Essen, vor allem sehr viel Spannendes. Ich finde das immer so cool. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und da würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auch auf Instagram nehmen, wenn ihr das mehr privat machen möchtet. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!